Willkommen zurück zum WCQ 2017 German Nationals in Bochum mit Alexander. Alex, du hast jetzt nach 5 Runden wie gespielt bisher? Bis jetzt zu 2. Du hast also 2 Spiele verloren. Ja, das Future-Match habe ich halt verloren und jetzt habe ich halt in einem entscheidenden dritten Game die Maxi-Challenge halt auch verloren. Das ist immer bitter. Du spielst selber was? Ich spiele Dracozu, aber mit einem kleinen Engine, da ich noch Kings dazu spiele. Alles klar. VfD regelt. VfD regelt. Das habe ich heute schon ein paar Mal öfter gehört. Erzähl doch ein bisschen was von deinen Spielen. Was hast du bisher heute so erlebt? Und wie findest du so das Metagame? Was vom Metagame hast du erlebt? Ja, was ich erlebt habe, ich habe bis jetzt 3 Zus abbekommen. Ein 2 Draco und halt ein Blackwing in der Runde 2. Ja, das ist die deutsche Meisterschaft. 2010? 11? Man weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. War aber sein erstes Turnier. Ja. Hab ihm dann noch ein paar Sachen erklärt, aber man soll ja Spaß haben. Was soll ich denn sagen? Das erste Such war relativ einfach. Hat er Schrecken bekommen, dass er auf immer im VfD lag. Er hat gesagt, ja, dann halt Blackwing. Das war dann relativ einfach, weil er kaum was hatte. Tut mir leid, ich hätte gegen ihn ein bisschen vernünftiger gespielt, aber es ist leider so. Ja, und dann halt der Future Match gegen den Newton Harald. Die erste Runde hat er den Würfelwurf gewonnen, dadurch die erste Runde gewonnen. Zweite Runde durfte ich halt starten, konnte halt mein Standard-Combo hinlegen, hab halt VfD gehabt, hat halt V-Turn plus Trident gehabt und hatte halt im Friedhof noch den Phoenix und konnte dadurch halt noch den Masterpiece in der Hinterhand haben. Was eigentlich in der Theorie meistens schon gespielt bedeutet, was dann halt auch war, der hat es halt nur noch ein bisschen herausgezögert. Und das dritte Game war dann halt, 2 Masterpiece, ein Gamma Seal, ein My Buddy und dann ein Ash. Und ich habe mir so gedacht, ja, Brick City Life. Das war dann wohl einfach zu viel. Dann hast du jetzt leider eben auch noch unglücklich verloren, aber bist ja jetzt immer noch auf Kurs. Mit 2 Niederlagen kannst du immer noch gut in den nächsten Tag kommen. Na, sicher doch. Das habe ich schon mal gemacht in Rimini. Bin 1-2 gestartet, dann mit zu 2 locker in den Top 16 rein. Das ist dann ja wohl das Mindeste an Ziel, oder? Ja klar, solange das Deck Spaß macht. Und das Deck spiele ich ja nur, weil es mir Spaß macht wegen die Kings, weil es erinnert mich so leicht am Mermel. Weil Mermel ist halt einer meiner Lieblingsdecks und die mich schank ich, also praktisch die Decks, die mich mehr fordern, die machen mir persönlich mehr Spaß. Das Metagame, ja, wie soll man sagen, es ist halt eine Vielfalt. Ist schon schön, klar ist jetzt die ganze, ich mache hier Sheep und sowas, alles, da denkt sie dir so. Wir spielen jetzt 10 Minuten schon, du bist immer noch nicht mit deinem Zug fertig und das ist dann doch schon ein bisschen sehr so langweilig. Aber so ist es halt, wird dann zur Europameisterschaft anders sein. Und schauen wir mal, wie es weiter wird. Nicht wundern, dass mein Blick gerade nach rechts schweift. Da kommt der Umut gerade und hat wieder ein paar Leute im Schlepptau. Aber das ist dann natürlich immer so eine Sache mit der Deckvielfalt. Auf der einen Seite will man ja die Deckvielfalt haben, auf der anderen Seite will man es nicht, weil man dann so viele Boardkarten haben muss und so. Ja, das ist halt so, wenn jetzt ein bekannter Spieler kommt, wie Jeff Jones oder Billy Bake, dann weiß er eigentlich, okay, die haben getoppt. 100%ig Netdecking. Und somit ist es halt. Also somit kommt es halt. Jeder spielt dann Geschichtkomo oder erweitern das dann halt. Und dann sehe ich so, ja, gut. Ja gut, aber dann ist das Ziel ja klar, mindestens Tag 2. Wie glaubst du, sind deine Chancen wirklich so? Glaubst du dran? Aber sicher doch, solange man Spaß hat. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Dann wünschen wir dir, dass du das auf jeden Fall hinbekommst und sehen dich hoffentlich in den Tops wieder. Und euch alle sehe ich hoffentlich wieder beim nächsten Interview von mir. Vielleicht auch jetzt, wo der Umut hier einfach kommt. Vielleicht ist dieses Interview dann auch mit Umut. Bis zum nächsten Mal.